Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Szenario. Mich hat Julianius 1 angeschrieben und der meinte, er hat ein Szenario erstellt. Er ist selber also Ersteller dieses Szenarios, Editor. Volusseum City Fight. Volusseum ist ja so ähnlich wie Kolosseum und Kolosseum kennt ihr ja. Jetzt ist gerade einer rausgegangen aus dem Spiel. Mich haben ganz viele von euch angeschrieben hier, die jetzt hier mitspielen wollen. Ich kann natürlich, vor allem wenn ihr mich einfach einladet, nicht mal ohne mich anzuschreiben, dann kann ich euch ja auch nicht antworten, dass ihr mich nicht die ganze Zeit einladen sollt. Also das ist generell die schlechteste Methode. Wenn ihr mit mir spielen wollt, auf keinen Fall einladen, ohne anzuschreiben. Im besten Fall auch nicht einladen, es sei denn, ich schreibe euch, ihr sollt mich einladen. In diesem Fall finde ich es am fairsten. Hier können 6 Spieler einfach mitspielen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Der Host hat die Portugiesen genommen. Kann sein, dass sie stärker sind. Wir werden sehen, es ist ein Alle gegen Alle, natürlich nicht gerankt, weil es ein Szenario ist. Und ich lass mich mal überraschen. Bin gespannt, wie das hier jetzt aussehen wird, das Szenario. Kann sein, dass es ein bisschen trashig ist. Kann sein, dass es richtig gut ist. Keine Ahnung. Ich kenne den Editor noch nicht. Okay. Also das hier ist wohl eine Stadt hier. Jeder von uns hat solche Typen. 3 insgesamt wohl an der Zahl. Ich habe diese hier. Man kann zu Banken gehen, man kann zu Häusern gehen, zum Arsenal, zum Bahnhof. Okay, das sind die Sachen, die man machen kann. Was gibt's hier? Einfach nur Häuser. Okay, das heißt, das ist letztlich eine Kolosseum-Map, die dadurch erweitert ist, dass eben ganz viele Häuser rumstehen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich muss man hier... Wahrscheinlich muss man hier einfach kämpfen. Ja, Gelb baut hier schon mal einen Außenposten. Wo ist denn mein Old Coot? Ach, hier. Da, dann produziert doch mal bitte hier. Kree-Spurenleser. Schnell weg mit euch, Emilia Black. Ich weiß nicht genau, was die bringen. Das müssen wir ja alles erst rausfinden. Okay, wir kriegen legendäre Spurenleser. Wie sieht es aus, wenn wir auf Musketiere gehen? Kriegen wir dann Imperiale? Ansonsten gehen wir ganz sicher auf die legendären Spurenleser. Die haben dreifach gegen Inf. Wir kriegen Imperiale. Die haben einen Fernkampfangriff von 49. Die Spurenleser von mehr. Die Spurenleser sind stärker. Auf die Spurenleser wird also gegangen. Gar keine Frage. Okay. Wir haben Heimatstadtkarten, die wir auch noch bekommen. Das sind Upgrades, das ist gar nicht so schlecht, dass es nur Upgrades sind, oder dass es vor allem Upgrades sind, das ist, gibt eben Vorteile, gar nicht schlecht, gefällt mir, soweit. Wir sind ein bisschen hinten dran, was die Einheiten betrifft, die wir so haben. Und ich glaube, hier kriegt eben Lord Knäbel ganz schön Vorteil, dass er hier diesen Handelsposten gebaut hat. Auf der anderen Seite hat sich der Host den nicht geholt, also so zwingend sollte man den muss man den offenbar nicht haben, ich weiß nicht, ob das was bringt. Wahrscheinlich bringt das EP einfach, genau, für die Sachen, die man sich dann holen kann. So, die Jaguare. Ich glaube, die müssen jetzt mal dran glauben. So, Lila haben wir ja ein bisschen provozieren können. Haben wir eine Emilia Earhart schon verloren? Ne, wir haben noch alle 3. Die sollen mal bitte woanders hin. Ich möchte nicht mit denen kämpfen. Die scheinen ja irgendwie wichtig zu sein. Kavallerie-Kampfkraft gibt es hier. Indianerkrieger-Kampfkraft. Infanterie-Angriff verbessern. Das ist doch gut. Das klingt gut. So, hier wird schon fleißig gekämpft. Lila wird auch angegriffen von Orange, das ist gut. Gehen wir mal ein bisschen offensiver vor mit unseren Truppen. Der Priester kann nicht heilen. Lustiger Priester. Couriere können wir hier nicht gebrauchen.
Ja, letztlich ist es unerheblich. Wir bekommen hier vor allem Kavallerie-Upgrades als Franzose. Wir sollten also langfristig uns darauf einstellen, auf Kavallerie zu gehen. Ah, die Erhard kann also... Was das heißt überhaupt Erhard? Ne, Emilia Black, nicht Erhard. Erhard, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, das ist doch eine Pilotin gewesen. Was hat die hier denn zu suchen? Emilia Black ist ja aus der Kampagne. Okay, der Handelsposten in der Mitte ist wieder frei, gehört keinem. Die Zetern-Bogenschützen sind, glaube ich, etwas schwächer, dafür kriegt man mehr in derselben Zeit von ihnen. Ja, mir hilft gerade keiner und da kommt noch mehr nach, also Rückzug. Da machen wir jetzt nur Verluste gegen Grün. Das kann gar nicht gut ausgehen. Also lieber schnell weg, lassen wir Grün einfach mal machen. Ja, Grün möchte es drauf anlegen. Das ist ein Fehler. Ja, eben, genau. Er merkt jetzt auch, dass das nicht so die beste Idee ist. Ja, hauen wir einfach die Upgrades jetzt eins nach dem anderen durch. Wir kriegen ja sowieso bald alle. Also Grün belagert uns gerade so ein bisschen. Gelb belagert Blau, wenn ich das richtig sehe. Lila kommt jetzt zu mir. Wird sich also hoffentlich ein bisschen mit Grün beefen. Wir kriegen ja hier die Kriegskeulenkämpfer zumindest ganz gut rein. Mit Reparaturen sieht es irgendwie mau aus. Geht offenbar nicht. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht in die Mitte geraten. Müssen wir ganz vorsichtig kämpfen. Da müssen wir ganz vorsichtig kämpfen. Es wird wohl vorwiegend hier mit Indianern gekämpft. Wir könnten mal deren Kampfkraft erhöhen mit unseren Karten, die wir hier bekommen. Irgendwas verstärkt doch die Indianer, haben wir schon gemacht, glaube ich, ja. Gut. Ja, das haben sie leider schlau gemacht hier, Grün und Lila. Vor allem Grün. Grün scheint mir ein sehr guter Spieler zu sein hier. AS65. Der hat Kolosseum-Erfahrung, das sieht man. So, jetzt sind die Indianer besser. Das hat wirklich lange gedauert. So, einmal Richelieus Regiment. Ne, die holen wir uns, wenn wir die Kavallerie voll abgegradet haben, dann ist der Effekt am größten, den wir dadurch erlangen. Okay, okay. So, jetzt können wir Grün wunderbar in die Flanke schießen. Also das ist jetzt vielleicht ein Fehler von Grün, dass er jetzt da auf diese Weise drauf geht. Ja, es sei denn, er legt sich nicht mit... Also es ist auf jeden Fall richtig, er macht hier jede Menge Kills. Es ist nur auch gut für mich. Also ein Fehler von Grün ist es nicht, denn für Grün lohnt sich das Ganze auch, aber es ist gut für mich. Ja, Grün hat auch den Handelsposten. Gar nicht gut. So, die Kavallerie wird jetzt nochmal verbessert. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall die überlegenen Einheiten gegen Grün. Den Kampf an der Stelle wird er nicht gewinnen können. Und wir können Plänkler bauen. Oder Husaren. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir im Level aufgestiegen sind. Aber umso besser. Und die französischen Plänkler sind eigentlich sehr gut. Imperiale Voltigeure, ich glaube, da kriegen wir kaum was Besseres. Und der Priester scheint von selbst zu heilen. Na, umso besser. Also, sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt hier einfach noch die Upgrades durchhauen.
Ja, hier, Lebenspunkte von Kuröern und von Plänklern und den Jana-Kriegern verbessert. Das ist doch das, was wir wollen. So, wir machen jetzt grün den Handelsposten streitig. So, wir stehen hier ganz sicher in der Mitte drin. So. Hätten wir erledigt. So, Blau war AFK, hat jetzt Unmengen an Truppen. Wir haben eine Kulverine bekommen, wofür auch immer. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Kavallerie. Gerade gegen die Armbrustschützen dürfte die stark sein. Wir brauchen jetzt dringend Einheiten gegen diese legendären Cheyenne-Reiter. Die sind sehr stark, die sind uns eindeutig überlegen. So, sobald unsere imperialen Husaren da sind, dürfte das Ganze besser laufen. Grün kriegen wir gerade noch hin, wenn jetzt... Ja, jetzt müssen wir aufpassen. Die Wakina Gewehrschützen können wir auf jeden Fall auch mit der Kavallerie bekämpfen. Gar keine Frage. Nur leider metzelt sich hier Lila durch unsere Reihen durch. Viel heftiger, als ich erwartet hätte. Richtig stark. Die Kojotenläufer sind... gar nicht schlecht. Die machen wirklich ordentlich Kills. So, perfekt. Jetzt richtet sich... Ja, jetzt ist die Situation wirklich gut für uns. Jetzt ist die Situation wirklich gut. Ja, die Kavallerie haut wirklich rein. Kavallerie ist der Hammer. Ja, Orange ist leider Lila so überlegen, dass wir da so unsere Probleme haben. Wir ziehen uns mal zurück. Ja, ziehen wir uns einfach zurück. Einfach zurückziehen. Helebardiere würden wir hier kriegen oder Dragoner. Ich glaube aber nicht, dass sich irgendwas davon lohnt. Ja, den Handelsposten, den haben wir jetzt verloren, aber das, den haben wir lange genug gehabt. Der war gut. Ja, imperiale Dragoner sind immer noch schlechter als imperiale Husaren, denke ich mal. Also wir haben jetzt imperiale Dragoner in der Hinterhand, falls wir was brauchen gegen feindliche Kavallerie. Das war's dann auch. So, und jetzt können wir mal die Kavallerie-Armee losschicken. Hier. Gegen Blau. Der dürfte da nichts gegen ausrichten können. So, in die Hinterhand die Dragoner.
Gut. Hier holen wir uns einige... Wir können Blau vollkommen von der Map vertreiben. Das ist das Gute. Damit haben wir eine ganz gute Macht. Wir können zumindest entscheiden, was so passiert. Ja, okay, jetzt hat Blau auch imperiale Husaren. Die kann er gegen uns in den Kampf schicken. Und wir verlieren natürlich, weil er gleichzeitig von hinten reinschießen kann. Also Rückzug. Dumm gelaufen. Hat der Gegner ganz richtig gemacht. So, und jetzt sind die Dragoner dann doch wieder Gold wert, weil der Feind ja auch auf Kavallerie gehen wird. So. Kavallerie ist da. Ist reingeschickt. Arbeitet. So, Orange bereitet sich hier vor allem auf den Kampf vor, wenn ich das richtig sehe. Für Lila dürfte es nicht im Interesse liegen, hier anzugreifen. Wenn man ehrlich ist, das dürfte ihnen eher schaden. Hier geht es jetzt volle Kanne los. Ich würde sagen, wir schicken unsere Einheiten hin. Denn die werden zwangsläufig ihre Probleme haben, Orange und Lila, miteinander. Und wir können eben jetzt hier vielleicht, deswegen können wir hier sicher angreifen, ohne zu viel befürchten zu müssen. Kürassiere, zack, das wird super für uns. So, auf solche Dinge gehe ich in meinen Videos grundsätzlich nicht ein. Und glaubt mir, es kribbelt mich schon oft in den Fingern, auf solche Dinge einzugehen, aber das habe ich mir eben zum Prinzip gemacht. Denn ich bin ein sehr politischer Mensch und wenn ich darauf eingehen würde, würde ich nicht mehr aufhören. Deswegen gehe ich lieber gar nicht drauf ein, als nur ein bisschen. Das wäre auch ungenügend. Ja, und hier diese Schutzschilde sind gar nicht schlecht beim Irokesen, bei Gelb, wie es aussieht. Finde ich interessant. Sehr interessantes Spiel. Soweit gefällt mir das Szenario wirklich, muss ich sagen. Wäre cool, wenn mal irgendwo die Punktzahl angezeigt werden würde. Okay, jetzt müssen wir echt weg. Das wird nichts mehr. Jetzt müssen wir die sich mal bekriegen lassen und selber Truppen sammeln. Wir sammeln unglaublich langsam imperiale Gendarme. Wahrscheinlich einfach, weil sie so stark sind. Das lässt sich aber wahrscheinlich nicht ändern. Ja, ansonsten können wir natürlich noch weiter Plänkler bauen ohne Ende. Vor allem gegen Kavallerie überlege ich gerade, was sich da lohnen würde, bis auf die Dragoner. Musketiere wären natürlich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal, wie viele Hellebarden wir bekommen, wenn wir sie bauen. Ja, an sich wäre es jetzt ideal, hier mal anzugreifen, auf der anderen Flanke mit unserer Kavallerie. Ja, dann machen wir das auch. Warum sollten wir es nicht tun? Wenn es gerade sich gut geeignet. Es kann eben nur sein, dass Blau dann auf uns geht. Das Risiko gehen wir ein. Wir müssen die Gendarme ja auch mal einsetzen. Und hier sieht es mir ganz geeignet aus.
Wir haben ja 13 Dragoner in der Rückhand, so ein bisschen als Sicherheit. Gleichzeitig schicken wir mal ein paar Helebardiere. Die sind keine gute Wahl, denke ich. Die sind keine gute Wahl. Gehen wir lieber auf Dragoner.